Hey Leute und willkommen bei Movie Film TV. Ja, es ist schon lange her, dass ich diesen Satz zum letzten Mal gesagt habe. Bestimmt 2012 oder 2013 gewesen. Es hat sich so viel verändert hier. Überraschend neue Videoqualität ist eine gute Videoqualität nicht mehr. Die alte Webcam, die man vom Movie Film TV gewohnt ist. Ich gucke auch in die Kamera, ich gucke nicht mehr auf den Bildschirm und lasse mich ablenken. Das ist ganz was Neues. Ich habe mich auch verändert, also viele Veränderungen hier. Und ich will euch jetzt erläutern, warum ich dieses Video mache, beziehungsweise will ich euch erläutern, warum so lange keine Videos kamen. Also, der Grund, warum so lange keine Videos kamen, ist zum einen, dass ich extrem wenig Zeit hatte. Ich hatte viel mehr Stress wegen der Schule und so hatte ich halt viel weniger Freizeit und auch viel weniger Zeit, um Videos zu produzieren. Und so war das halt stressiger und hatte mich dann auch irgendwie nicht mehr so die Motivation. Das ist nämlich der zweite Grund. Ich hatte viel weniger Motivation irgendwann, weil halt so viele Hater-Kommentare gekommen sind. Vergrab dich doch und was weiß ich. Das war einfach sehr demotivierend, auch wenn viel Lob gekommen ist. Wirklich sehr viel Lob und Gutsprachen und wirklich Unterstützung. Danke nochmal an alle, die mich so zahlreich unterstützt haben. Auch an Roberto Moreno, meinen ersten Abonnenten, an Heimkino Deluxe und viele weitere, die Crossovers mit mir gemacht haben und mich halt zahlreich unterstützt haben. Das war echt cool. Aber dennoch hat mich halt dieser Hate sehr runtergezogen. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn euch ein Hater-Kommentar unter vielen Lobkommentaren oder viele Hater-Kommentare dann irgendwie wiegen, dann doch sehr stark, weil die ziehen einen halt irgendwie echt runter. Auf jeden Fall tut es mir leid, dass ich die ganze Zeit keine Videos gemacht habe, beziehungsweise auch, dass ich mich nicht gemeldet habe, dass ich mich erstmal jetzt herausfinden will, ob ich das überhaupt noch machen will. Das hätte ich machen können. Das tut mir auf jeden Fall leid. Jedenfalls habe ich es jetzt herausgefunden, was ich machen will. Ich will Kritiken weitermachen. Und deshalb existiert dieses Video auch, denn ich habe mich entschlossen, mit meinem Kollegen zusammen, dem Frederik, weiter Kritiken zu machen und das auf diesem Kanal. Wir haben den Kanal jetzt umbenannt in Film Club, sodass es etwas professioneller klingt als Movie Film TV. Wir werden euch am 01.01. das Konzept vorstellen und ich hoffe, ihr werdet diesem Kanal weiterhin folgen. Wenn ihr meine Videos mochtet, dann wird euch der Filmclub gefallen, weil da bekommt ihr alles, was ich hier bekommen habe, nur regelmäßiger und vielleicht in der besten Videoqualität und besseren Qualität allgemein. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wenn ihr mir nicht treu bleibt, kann ich das auch locker verstehen, aber macht euch einfach selber ein Bild am 01.01. und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video. Was war nochmal mein Schlusssatz? Wir sehen uns in einer nächsten Critic Time. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.